Ja, herzlich willkommen noch einmal beim Easter Hack. Diese Krypto-Session ist ja, nicht ganz so vorbereitet, wie sie hätte sein sollen. Es geht um die Apps, die wir installiert haben auf unseren Smartphones. Manche davon haben ein bisschen Krypto eingebaut, besser oder weniger. Da gehen die religiösen Richtungen so ein bisschen auseinander. Aber es gibt generelle Features wie eben End-to-End-Encryption oder irgendwelchen mit Keys und Verifikation und so weiter. Und alles ist ein bisschen anders. Es ändert sich viel, es ändert sich schnell. Und diese Session ist dafür eigentlich gedacht worden, dass wir uns diese Apps einmal anschauen. Wir haben leider keine Kamera, um da gerade drauf zu schauen. Wir möchten aber erreichen, dass alle nochmal miteinander sprechen, um ja, wie funktioniert das eigentlich? Ja? Und warum nehmen wir die eine und warum nehmen wir nicht die andere? Und zusammengestellt hatte ich mal so eine Mini-Übersicht dazu, was gibt es mit Krypto und was gibt es ohne Krypto? Das ist nicht wirklich eine schöne Übersicht. Im Prinzip müsste man ganz, ganz viele Features sich anschauen und eine riesige Matrix bauen. Und ich hoffe eben, dass wir das vielleicht mal irgendwo zusammenbekommen. Ich möchte ganz kurz ein bisschen Feedback von euch haben. Wer benutzt denn Apps mit Krypto? Und fangen wir mal gerade mal an. Also generell ganz sicherlich, yay, wir sind eigentlich in der Kirche gelandet und wir sprechen zum Chor. Aber wer zum Beispiel benutzt Chat Secure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cool. Der nächste, Confide. Keiner? Okay. Redphone. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay. Text Secure. Das sind schon wesentlich mehr. Ich kann nur so vermuten, 15. Telegram. Auch so 6, 7. Okay. Und nochmal lauter. Okay. Und Whistle. Whistle anyone? No? Okay. Genau. Eine von diesen Sachen, zum Beispiel eben ach so, und eins habe ich vergessen, Threema. Threema irgendwann, ja. Ich glaube, das ist so echt im Kommen. Es geht aber doch natürlich darum, per QR-Code festzustellen, ob die Fingerprints stimmen und so weiter. Wer hat das bisher schon mal durchgespielt mit anderen? Warum mache ich das überhaupt? Ja, okay, darauf wollte ich halt hinweisen. Auch eine große Idee bei der ganzen Sache ist, so wie wir Key Signing machen, dass wir eben zusammenkommen, dass wir Threema eben mal machen, dass wir uns gegenseitig verifizieren und so weiter, ist einfach mal zum Üben. Das ist der eine Teil dieser ganzen Veranstaltung. Ich möchte natürlich, dass ihr in Grüppchen euch irgendwie zusammensetzt, bezüglich der Apps und mal drüber spricht. Ich würde gerne Informationen sammeln über das, was ihr so erfahren habt, was funktioniert als User Interface, was funktioniert eigentlich nicht so sehr. Und letztendlich, was ist mit den Leuten, die Key Signing machen? Key Signing irgendjemand? Yay, Key Signing. Key Signing soll auch noch stattfinden. Und eine Grundidee war, wenn wir schon alle Smartphones haben und Identitäten und unseren Key da drauf haben und die das anzeigen können über QR-Codes, warum machen wir nicht ein Key Signing über Smartphone? Also, weil der Key nicht drauf ist, ich vertraue mein Smartphone nicht. Ja, da könnte ja jeder kommen. Genau, Google, Microsoft. Genau. Also es ist natürlich etwas schwierig, es ist ein schwieriges Thema. Es gibt 100 Stellen, an denen man rumdrehen kann. Aber wer seinem Smartphone so weit vertraut, dass man eine Key-Signing-Party darüber abhalten könnte, das war die Grundidee. Das hätten wir eigentlich heute gerne durchgeführt, aber das hätte natürlich eigentlich auch besser vorbereitet sein müssen. Also ist es halt einfach. Also wir hätten das ankündigen müssen, dass ihr euch meldet, dass wir zusammenkommen, dass jeder sicher ist, dass er seinen Public Key auf dem Smartphone hat und auch das anzeigen kann. Und dann könnten wir das mal ausprobieren als Alternative, ob das irgendwie durchführbar ist und ob nicht vielleicht sogar schneller funktioniert. Okay. Zum Thema Key Signing Party, die ist heute da eingetragen. Das sollten wir eigentlich machen. Aber es ist so eigentlich auch als Crypto Party angekündigt. Also, die Idee wird dann sein, wir werden Crypto Party machen im Sinne von Informationen geben, auch für Anfänger und so weiter. Key Signing Party heute dann aber zu machen, lassen wir mal weg. Denn ich gehe davon aus, jeder von euch müsste Fingerprints ausdrucken. Es gibt nur einen Drucker und wer weiß, ob der.
funktioniert. Die Idee ist, wir verschieben das lieber auf Sonntag, schauen einen Slot zu finden, wo wir Keysigning machen können. Und in der Zwischenzeit richten wir bei Big Lumber so Dinge ein, also wo man die Keys sammelt. Da pastet man die in so ein Textfeld, lädt die hoch und dann sammelt sich das automatisch. Und dann drucken wir eben die Gesamtlisten aus. Für jeden natürlich eine spezielle Version. Ja, aber vielleicht können wir das ein bisschen einfacher machen. Ja. Da, du zeigst auf das Plakat. Aha, also behauptet der Mann, Thomas übrigens, er hat eine einfache Methode. Die also noch gar nicht, der Len Sesserman, das kann man noch vereinfachen? Das geht einfacher? Okay, wir müssen reden, genau. Also, heute Abend Crypto-Party mehr, bisschen Info machen, vielleicht Keys erstellen, ausprobieren, hin und her mailen und Key-Signing-Party dann am Sonntag. Und weitere Informationen zwischendurch. Ja, jetzt an dieser Stelle wäre es natürlich sehr schön, wenn wir Screenshots hätten von den ganzen Sachen. Ich habe mal versucht, Screenshots zu dokumentieren für nur eine App, jeden einzelnen Schritt und habe bei, weiß nicht, 200 Screenshots aufgehört. Also das ist eben die Sache. Also ich bin ja ein Fan, eben wie ihr seht, eben von Text-Tools, Text-Interface, aber immer Screenshots machen zu müssen, um eine Applikation, Programm, was auch immer, zu dokumentieren, ist immer fürchterlich aufwendig. Also viel Daten, viel Dingens, nicht so leicht änderbar. Deswegen zeige ich eben auch lieber solche Sachen live. Und jetzt habe ich den Screenshot verpasst, den Screen-Dings. Nee, ist noch da? Jo. Genau, also wer zum Beispiel gerne das sehen möchte, wie man eben eine Mail verschickt mit diesem Litten Mail-Programm Mutt, der darf sich gerne da an mich wenden. Also das ist die Sache, die ich auch noch dabei hätte. Gibt es schon jemand, der Mutt benutzt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer benutzt noch nicht Mutt? Mal so ein bisschen die Gegendings. Okay, das müssen wir ändern. Also, genau, ich weiß noch nicht, wann Slot oder so weiter. Ich zeige euch das gerne her. Kurzvorführung übrigens, wenn wir schon dabei sind, ungefähr. Wen nehmen wir denn da? Genau, ungefährlich. Irgendeiner, der Michael Schmidt heißt. In Berlin davon gibt es 500. Ist cool, ne? Und wie ihr sicherlich kennt, Subject was reinschreiben, Easter Egg, vielleicht auch Hallo sagen, unterschreiben und was dazwischen. Raus aus dem Editor, das ist das Interface von Mutt. Wer das dort sieht, diese lustige Zeile da, Security, die zeigt an, was tun wir. An dieser Adresse ist schon eingestellt, dass ich gern verschlüsseln möchte, deswegen benutze das PGP MIME. Und wenn ich auf P drücke, kriege ich dieses Interface da unten. Ich kann verschlüsseln, signieren, einen bestimmten Schlüssel auswählen, beides tun und im Inline-Format checken oder eben alles wieder löschen, um ungeschützt zu verschicken. Das war schon so ungefähr. Ich bin auf der Suche nach einem, das noch einfacher ist als das. Wenn ihr was findet, bitte bei mir melden. Wenn ihr nichts gefunden habt, werde ich euch das zeigen. So lange. Okay, das war die Kurzversion von der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir kurz auf die Uhr geguckt, 20 Minuten verbraten. Wir haben also noch eine halbe Stunde Zeit. Ja. Ja, jetzt kommt genau dieser Teil, der interaktive Teil, wo ihr euch hoffentlich alle zusammensetzt. Also, alle Leute, die gegenseitig nochmal mit Threema sprechen wollen. Threema, Leute. Nochmal. Threema. Okay, da hinten ist frei. Bitte kommt alle hier rüber. Threema, Threema, Threema. In die Threema-Ecke. Hallo. Da. Kommt mal alle rüber. Genau. Lass uns hier mal über Threema reden. Okay, Confide. Ach nee, wie viel war noch? Redphone. Redphones? Redphone hier vorne? Nur einer? Das waren doch vorhin noch mehr. 2, 3, 4, genau. Vielleicht könnt ihr mal nach vorne kommen.
Und ich möchte euch bitten, dazu zu setzen, falls ihr das zum Beispiel noch nicht verwendet habt. Wenn ihr sozusagen einen verschlüsselten Telefon-Dings mal ausprobieren wollt, Redphone, dann müsstet ihr diese App mal runterladen und ihr könnt euch bei den anderen mal anschauen, wie das da passiert, wenn man eine Verbindung aufmacht. Ja? Okay. Leute, bewegt euch, kommt doch mal her. Traut euch, traut euch. Okay. Nächste Sache. Was hatten wir noch? Redphone, Threema. Confide war, glaube ich, nicht so häufig. Aha. Ah, Chat Secure nicht. Text Secure, genau. Text Secure, Leute. Bitte nochmal ganz kurz melden, wer von euch benutzt Text Secure? Eins, zwei. Scheint auch so ein bisschen. Drei. Thomas, du auch? Nein? Ja. Mit Redphone vielleicht zusammenschmeißen, genau. Alle Text Secure Leute bitte auch hier vorne kommen. Bitte kommt hierher, dass wir das mal machen. Okay, hier gehen wir über sozusagen in das persönliche Gespräch. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich glaube, dann können wir die Kamera abschalten. Und der nächste wird dann sein McFly. Nee, dahinter. Wo ist er? Genau.